So, jetzt werden wir wahrscheinlich einen Zeitsprung machen. James wird jetzt... Sind wir auf dem Zug gerade? Oh nein. Okay, wir haben Backlash. Wir sind wieder die kleine Clammy. Das ist Lee. Hallo, Zuckerhase. Lee? Warum der Zug? Immer nimmst du den Zug. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil hier alles anfing. Wo du mir Schießen und Haare schneiden beigebracht hast, um vorbereitet zu sein. Ah, du hast schnell gelernt. Also, was hast du auf dem Herzen? Ich mache mir Sorgen, Lee. Viele Leute verlassen sich auf mich, aber ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue. Ach, das Gefühl kenne ich. Weißt du, dass ich das alles einfach nur erfunden habe? Es durfte nur niemand mitkriegen. Du bist noch so klein. Du musstest schnell Entscheidungen treffen. Monster haben die Welt überrannt und du musst dich um eine Achtjährige kümmern. Du warst ein richtiger Wirbelwind, aber ich kam immer weiter. Du hast mich angetrieben. Willst du mir sagen, was los ist? Ich bin in einer neuen Gruppe. Ich war schon in so vielen und immer zerbrechen sie. Aber die mag ich wirklich. Sie ist anders. Ich fühle mich fast wie zu Hause. Das ist schön. Allein da draußen zu sein, ist echt schlimm. Wir haben Probleme. Böse Leute haben meine Freunde entführt. Bei einer Rettungsaktion könnten wir alle umkommen. Du schaffst das schon. Was? Egal, in welchen Schwierigkeiten du steckst, du wirst sie lösen. Du wirst deine Freunde retten. Das weißt du nicht. Doch, du bist eine Überlebenskünstlerin. Die Clem, die ich kenne, kriegt das hin. Das musste ich hören. Ich fürchte, das kann ich... Das glaube ich wirklich. Stimmt. Ich wollte es einfach nur von dir hören. Ich hole meine Freunde da raus. Jeden Einzelnen. Lebendig. Ja. Ganz genau. Stell dir vor, was Louis sagen wird, wenn er dich sieht. Die Jungs werden neue Hoffnung schöpfen. Ein freundschaftliches Dankeschön wird es geben. Ein Handschlag. Ach, Zuckerhase. So läuft das mit dir immer, wenn was Großes bevorsteht. Du hattest auch Angst, bevor du schnurstracks zum McCarroll Ranch ranntest. Das hast du überlebt, oder nicht? Das war etwas anderes. Ich war alleine. Nun, jetzt folgen dir aber Leute, Clementine. Und das... ist gut so. Freunde, ein Junge, für den du die Welt bedeutest. Sie kämpfen an deiner Seite. Wegen dir. Ja, weil sie halt auch. Komm wieder bei mir vorbei, wenn du sie sicher rausgeholt hast. Okay? Klingt das gut? Ja, alle zusammen. Können wir dann über so fröhlichere Dinge reden. Du bist ein gutes Kind. Wenn dir welche einfallen. Lee, ich vermisse dich so. Wärst du doch nur wirklich hier. Ich vermisse dich auch, Clementine. Aber ich bin nie weit weg. Ist mir ganz schön emotional jetzt hier alle langsam. Danke, hier. Lee. Ich fühle mich immer besser, wenn ich mit dir geredet habe. Für meine laufende Nase. Durchschnupfen. Was soll ich ruhig die Augen von? Wie geht's dem Jungen? Er ist nett, Lee. Er würde dir gefallen. Bestimmt. Kann er schon schießen? Ja. Wenn aber kann er nicht. Du hast ja keine Ahnung. Ich schätze, die Welt ist noch unnachgiebiger geworden. Wer so aufwächst... wird auch so. Jetzt musst du handeln.
Denkst du, du schaffst das? Kinder aufziehen war noch nie leicht. Jetzt ist es geradezu ein Albtraum. Ach, Lee. AJ macht manchmal richtig Ärger. Glaubst du kaum. Und er hat keine Ahnung, wie schnell er wächst. Klingt wie jemand, die ich kenne. Ist halt ein wirklich so ans Herz gewachsen, diese kleine Maus, ey. Mann, Mann, Mann. Wow. Schau dich an. Schau dich an. Deine Gruppe, sie leben besser nicht in einer Stadt. Ich sagte doch, ihr sollt die meiden. Ja, heute geht niemand mehr in die Städte. Das ist ein altes Internat mit kilometerweit nichts als Wald drumherum. Und keine Erwachsenen. Keine Erwachsenen? Es passt. Ich schwör's. Es wird Zeit, Clementine. Du hast Leute, die dich brauchen. Mach's gut, Lee. Natürlich packt man da jetzt noch so eine seichte Geige drunter, so wie es als dass du noch so den letzten Tritt über die Heulklippe nimmst irgendwie. Clem, mach auf! Emily. Wir müssen los. Ach Gott. Wir haben einen weiten Weg. Oh Mann, ey. Wir sind am Schiff und hoffentlich hat James genug Zombies mitgebracht. Ansonsten. Ich wiederhole. Ich hoffe, er hat genug dabei. Okay, wir holen uns jetzt erstmal eine Maske. Oh Mann. Wir machen das also wirklich. Nur die, die mit den Beißern laufen, müssen sich damit tarnen. Jetzt muss nur noch euer Beißer Freund. Er ist hier. Oh Mann, oh Mann. Ist echt still, Alter. Er war so plötzlich so hinter. Hallo. Der Blick halt, oder mit dieser Maske zusammen, das ist Alter. James. Er ist mein Freund. Er ist. Echt? Cool. Wie bekommt man solche Haut? Ach, ich. Clementine? Das ist ja falsch. Bring ihn so. Das ist keine gute. Leise, Willy. Jemand könnte dich hören. Laut ist schlecht. So laut bin ich gar nicht. Entspann dich, Willy. Entschuldigung, bin schon still. Ach, und sorry, dass ich dich damals erschießen wollte. Deine Maske wirkte so echt. Ich, hallo, James. Sorry wegen Willy. Ist das der Kerl, mit dem Clem flippen will? Ja. Clementine, können wir kurz unter vier Augen reden? Ja, gute Idee. Das ist so ein bisschen unangenehm, die Situation. Können wir hey, auch kurz Ten, reden? Kannst das du kurz komisch? Herkommen? Ich muss dir mal was sagen. Die Beißer, sie werden bald hier sein. Mischt euch unter sie, wenn sie durch den Wald kommen. Der Krach vom Schiff wird sie zum Wasser locken. Dann können wir an Bord und unsere Freunde retten. Mit wie viel laufen wir jetzt in der Gruppe? Laufen Eure wir zu zweit Freunde oder zu dritt? Sind anders. Offen. Ja, nett. Und tolerant. Ja. Wie du. So läuft der erste Eindruck normalerweise nicht ab. Sorry, ich glaube, ich rede zu viel. Sie können Lass auch deine Leute Freunde sein. Mich willkommen heißen. Meine Freunde sind sehr furchtlos. Ungewohnt. Muss die Hautmaske sein, Harry. Weißt du, sie könnten auch deine Freunde sein. Ich weiß, du wolltest eigentlich nicht mit in die Schule kommen. Aber da du sie jetzt... Ich habe lange nicht mit Leuten zusammengelebt. Aber es klingt schon gut. Ich denke drüber nach. Ja, mach mal. Mach mal, James. Ist vielleicht ein bisschen die Sünder. So für deine Mental Healthness. Ich wollte dir etwas zeigen.
Was hast du da? Das ist wahr, mein Freund Charlie. Wir schlossen uns gemeinsam den Flüsterern an. Aber ihn hat es verändert. Ein für alle Mal. Es hat uns beide verändert. Was meinst du? Die Flüsterer waren meine Familie. Seit ich klein war. Während dieser Zeit erlebte ich viel Blutvergießen. Er ist jetzt nicht besonders und schließlich jünger gewesen auf dem Foto als jetzt irgendwie. Also. Schwäche wurde als Gift angesehen. Und ich glaubte es. Wirklich. Ich glaubte so daran, dass als ein Junge vor einem Angriff Mitleid für den Gegner zeigte, ich ihm die Kehle aufschlitzte. Ich habe nicht mit ihm geredet oder über ihn nachgedacht. Was denkst du was denn? Er fühlte. Sieht ja nicht ähnlich. Ich kann mich nicht mal an seinen Namen erinnern. Was denkst du denn, James? Nach seinem Tod konnte ich seine Worte nicht vergessen. Die sind wie wir. Sie gehen nur einen anderen Weg. Ich hörte dann auf zu töten. Veränderte mich. Aber nur wenige Leute taten das. Als AJ sagte, er hätte jemanden getötet, musste ich an sie denken. Mhm. An mich, als er sagte, er habe das Richtige getan. Wenn man so jung schon tötet, hinterlässt das Spuren auf der Seele. Absolut. Absolut. Bei Charlie hinterließ es Spuren. Bei AJ auch. Ich habe Angst, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn AJ wieder tötet. Er wird nicht mehr der gleiche sein. Er wird auf keinen Fall ein Killer. Ich habe es schon zu oft miterlebt. Halt ihn, fahr fern, dann klemme nicht. Witz. Gnadenlosigkeit ließ ihn überleben. Nur das zählt. Und wenn es wahr ist, dann wird ihn das auch umbringen. War jetzt alles nicht so schön antworten, irgendwie. Sie sind nah. Aber er hat recht, genug sein, um uns Deckung zu geben. Ich führe dich durch die Herde, bis du am Schiff bist. Wir müssen uns erstmal schnell eine Maske machen. Hängt alles von dir ab. Kein Druck. Kein Druck. Kümmere dich um AJ. Ach Mann. Er ist bereit. Die Beißer sind nicht mehr weit. Ruby, mach du die Pferde. Willy, Ten, die Vorräte. Ich hab die Bombe. Finde den Boiler. Unten dran sollte ein Fach für Asche und so sein. Steck sie da rein. Okay. So, sagt noch irgendjemand was motivierend, oder? Wir sehen uns nachher. Wir sehen uns nachher. Ich schneide es auf. Einer für alle für einen. Vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Irgendwas, so eine Scheiße muss doch mal jetzt einer kommen hier. Mit dem Spruch. Kein Meter mehr zurück. Violet erzählte mir von Minnie. Weil Sophie starb und Minnie jetzt eine von denen ist. Wenn du sie da findest, sag ihr bitte, dass ich ihr vergebe. Bitte, ich würde es ihr selbst sagen. Sie ist jetzt anders, Ten. Mach ich, falls ich will, sie sehe. Dass es ihr gut geht. Auf mich und sie nicht hören. Ja, klar. Ich sage es ihr, falls wir sie sehen. Danke. So, jetzt gilt es gleich. So viele kleine Quicktime-Events, die jetzt kommen, die ich verkacken werde. Es ist soweit. Wir müssen los. Clem? Was, wenn da jemand eingesperrt wird, während wir da drin sind? Und wenn du es wärst? Das ist schwierig. Ich konnte Minnie nicht retten. Oder Lou, Asim oder Omar. Du hast mich vor denen gerettet. Eigentlich die meisten von uns. Sollte dir etwas passieren und es wäre meine Schuld. Wirst du damit leben? Kümmere dich um AJ. Du darfst nicht auch noch sterben. Dann musst du dich um AJ kümmern. Nein. Du lässt mich besser nicht alleine, klar? Okay.
klar? Ja, ich denke schon. Bringen wir unsere Freunde nach Hause. Alle. So, man ist so emotional aufgeladen jetzt irgendwie. Das ist, man ist ja nicht in den richtigen Mut, um jetzt hier sich jetzt Messerarbeit zu machen hier. Sag mal ganz blöd. Das wird kein Zuckerschlecken, klar. Aber du verdeckst deinen Geruch. Klug. So, na denn, auf geht's ans Filetieren. Okay, also wir schmieren uns bloß ein, wir nehmen nicht sein Gesicht. Hilfst du mir? Wir tragen die Gedärme gut auf, ja, schön gleichmäßig. Das ist sehr wichtig. Danke. Es muss etwas einziehen auch. Ist dann, entfaltet es seine volle Wirkung. Okay. Tun wir's. Tun wir's. Okay, und wir haben den Bogen, sehr schön. Okay, immer mir nach. Okay. Los geht's. Weiter! So, gelangt zum Pier. Okay. Bleibt hinter den Beißern. Nutzt sie als Schild. Okay. Nun aber flink. Oh, schnell. Es dünnt sich leicht aus. Eieiei. Okay, ich hoffe, die anderen haben auch noch genug Deckung. Oh, schaffen wir es bis zu ihm? Ja. Okay, so, jetzt sind wir an den Kartons. So, okay, wir haben es bis zu den Kisten geschafft. Alter. Sehr gut. Alles klar. Willi hat die Vorräte. Gut, das ist unsere Chance. Wir dürfen nicht riskieren, unsere Truppen zu verlieren. Wir müssen den Zombie hoch, aber wir sind jetzt hoffentlich gleich an Bord irgendwie. Das heißt, wir brauchen ihn hoffentlich jetzt nicht mehr. So, okay. Wir müssen leise sein. Alter. Was tut das? Ich bin ein bisschen angespannt. Die Gedärme waschen sich ab. Ja. Okay. Was, Lilly? Mina, hier entlang. Okay, schnell. Oh, okay. Das ist krass. Das ist krass. Coole Szene. Hätte ich jetzt nicht gedacht, irgendwie, dass die weiter marschieren. Aber cool macht. So, kann also sein. Verdammt. Mist, einer hat uns. Lass los. So, schnell hoch. Los, komm. Oh, mach eine Klemmi. Mist, alles in Ordnung? Bin okay. Okay. Bleib bei mir. Verborgen. Okay. Gut, wir können natürlich bloß weiter, wenn der Scheinwerfer nicht auf uns gerichtet ist. Na? Reicht das? Okay, also er verweilt relativ lange da. Die Frage ist jetzt, wenn er jetzt nach rechts weitergeht, ob ich genug... Ja, doch, Zeitfenster reicht. Gut, alles klar, haben wir. So, komm schnell rüber, los! So, okay, wir sind
bei der hinteren Tür. Aber es gab doch noch irgendwo eine kleine Öffnung. Bereit? Also er klettert jetzt oben einfach durch, oder was? Na toll. Na super. So, schnell. Morbe holten wir durch. Okay, wir sind an Bord. Wir sind an Bord. So, Zombies sind jetzt momentan hoffentlich erstmal kein Problem. Aber die wesentlich intelligenteren Gegner sind jetzt das Problem. Haben, holen wir unsere Freunde raus. Minnie sagt, es gäbe 8 Plünderer. Aber draußen haben wir nicht so viele gesehen. Halte nach Wachenausschau und sei leise. Bin direkt hinter dir. Gut. Ich gebe Bescheid, wenn davon alles klar ist. Jetzt hat die Frage, töten wir sie oder betäuben wir sie oder gehen wir ihnen einfach aus dem Weg? Platziere die Bombe im Boiler. Prüfe Tür. Ah, verschlossen. Mist. Okay, hier kann man nicht lang. Wo geht's denn da hin? Frage ist, bevor wir jetzt irgendwo eine Bombe platzieren, müssen wir erstmal wissen, wo sind die Gefangenen? Oh. Hey, wer ist da? Okay. Okay. So, wir müssen ihn erstmal auf unsere... Rechtzeitig gedrückt, aber scheinbar nicht. Also, wir müssen ihn erstmal auf unsere Höhe runterkriegen. Und dann... Ach so, okay, gut. Ich dachte, sie macht den gleichen Move wie bei den Zombies. Erstmal ins Knie und dann... Aber wir betäuben anscheinend. Hey, Clem, das ist doch der Boiler, oder? Vor allem, warum nehmen wir uns... Nimm doch die Tür. Dann müssen wir die Bombe platzieren. Da steht viel zu viel Zeug im Weg. Na, kletter rüber. Vielleicht geht es anderswo rein. Wow. Nicht doch. Nimm doch nicht so viel Umwege, ihr Süßen. Los! Der andere Typ, der kommt doch wieder zu sich. Die war auch beim Sturm mit dabei. Mein Freund. Also mit dem Knieschuss hätten wir ihn jetzt nicht ruhig gekriegt irgendwie. Er hat sich umgedreht, hätte geschossen. Aber das Schöne ist natürlich, dass Alvin die ganze Zeit mit dabei ist irgendwie und immer zuguckt, irgendwie, wie ich hier Leute töte. So, na denn? Rim mit der Bombe. Ach, oh Gott. Auf geht's, Mitchs Meisterwerk. Senken wir das Ding am Grund des Flusses. Wenn die das Schiff anwerfen, bleibt uns nicht viel Zeit, bis es explodiert. Wie lange? Keine Ahnung. Eine Stunde? 30 Minuten? Beeilen wir uns besser. Okay. Also, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es besser gewesen wäre, erstmal zu gucken, wo die Gefangenen sind. Okay, gut. Erklimme die Treppe. Schau mal um. Zwei Leute. Minerva, Konzentration. Jawohl. Oh, okay. Jetzt haben wir Minerva da. Ich habe einen kleinen Bruder. Klein mit einer Narbe im Gesicht. Ist er da oben? Das sagten wir schon. Deine Familie ist jetzt im Delta. Es gibt keinen Platz mehr. Jawohl. Eigentlich, du kannst Scheiße. Eigentlich keine Gnade Ausgerechnet zeigen jetzt hier die irgendwie. Muss die Zellenwärterin sein. Wir kommen nicht vorbei.
Ist ja bestimmt die alte Sportlehrerin. Ja, was machen wir jetzt mit Minerva? Hau ab. Nicht ohne unsere Leute. Ich schwöre, wenn du Tender mit reinziehst, sag mir einfach, ob es ihm gut geht. Ja, es geht ihm gut und jetzt nimm das Scheißding da weg. Er ist draußen und in Sicherheit. Er sagte mir, er vergibt dir. Ja, schön an der emotionalen Kelle rühren. Jetzt nimm das Ding runter. Scheiße. Ich helfe allen raus. Danke. Dann schnappst du dir meinen Bruder und rennst. Bring ihn bitte in Sicherheit. Das machen wir. Komm, wir müssen uns beeilen. Du kannst auch mitmachen. Ich verstehe auch gar nicht, warum sie jetzt da bleibt irgendwie. Also... Clementine, so ein Scheiß! Oh meine Güte, alles in Ordnung? Er sieht gesund aus. Ich bin okay. Uns sehr geht schön. Es gut. Kümmere dich erst um Louis. Ihm geht es nicht gut. Ach du Scheiße. Hilf ihn. Ich öffne die anderen Zellen. Wir haben kaum noch Zeit, bis Dorian zurückkommt. Dorian? Ist denn schon wieder Dorian? Violet, hilf mir mit den anderen. Geht klar. Louis? Louis? Oh! Was tust du denn? In die Zelle! Sofort! Das Miststück! Alter, hat die uns voll verraten.